Ist neu wirklich immer besser? Hallo Welt, heute möchte ich dir ganz kurz zeigen, ob du in 2020 noch Python 2 lernen solltest oder direkt mit Python 3 durchstartest. Legen wir los. Ja, kommen wir einmal ganz kurz zur Historie von Python 2 und Python 3. Python 2 wurde released in 2000, ist also schon 20 Jahre alt, diese Version. Und die aktuellste Version ist die Version 2.7. Und ja, man muss auf jeden Fall schon mal im Kopf behalten, dass der Support für die Version 2 Ende 2020 ausläuft. Es wird also danach nicht mehr daran weiterentwickelt. Python 3 ist hingegen 2008 released worden und die aktuellste Version ist die Version 3.8. Und in Entwicklung sind auch schon weitere Versionen, also es geht noch ganz Zeit noch eine ganze Weile weiter mit der Version 3. Und dementsprechend, ja, die meisten Programmierer, die mit Python arbeiten, verwenden hauptsächlich Python 3. Aber lass uns nochmal die Hauptunterschiede zwischen den beiden Versionen genauer anschauen. Ja, Hauptunterschied Nummer 1 ist eigentlich schon wie eine Historie gesehen, dass ja, Python 2 ist die Vergangenheit und Python 3 ist die Zukunft. Also. Die 2er-Version wird zwar noch in vielen alten Projekten enthalten sein. Man sollte also sich wirklich mit Python 2 nur dann beschäftigen, wenn man ja, mit alten Projekten arbeiten muss. Python 3 hingegen, wer jetzt bei 0 anfängt und fängt auch gerade ein ganz frisches Projekt an aufzubauen, der sollte dann lieber Python 3 neu lernen und damit arbeiten. Dann die Kompatibilität. Also neue Bibliotheken funktionieren hauptsächlich mit Python 3 und ja, alte Bibliotheken, die halt eben nicht mehr gepflegt werden, die funktionieren höchstwahrscheinlich nur noch mit Python 2. Ja, dann ist noch ein weiterer Unterschied: Unicode. Python 2 arbeitet hauptsächlich noch mit ASCII, mit dem ASCII, mit der ascii kodierung Und äh, Python 3 arbeitet mittlerweile mit Unicode. Wenn du also alle die Unterstützung für alle Zeichen haben möchtest, inklusive Emojis, äh, dann solltest du ja auf Python 3 setzen. Ja, und auch bei der Internationalisierung, also wie gesagt, du hast alle Zeichen, also auch andere Zeichen, die es nicht in unserem äh, Alphabet gibt, sind in Unicode enthalten. und dem Dementsprechend wirst du dir auch die Internationalisierung damit einfacher machen. Dann äh, kommen wir noch zur Intuitivität. Ähm, es gibt zum Beispiel bei der Division etwas, was verbessert wurde in Python 3. Ähm, und zwar die Division war damals, ähm, ja, wenn du jetzt beispielsweise 7 durch 2 rechnest, war es damals immer 2. Und erst in Python 3 wird tatsächlich das Ergebnis 3.5, also 3.5, ausgegeben. Ja, das hat also was mit der Typisierung zu tun, was dort verändert wurde. Ja, und im Prinzip ist das dann intuitiver in der neueren Version. Dann gibt es noch die Syntaxunterschiede. Zum Beispiel gibt es in Python... Zwei die Möglichkeit, den Print-Befehl äh, auf eine Art und Weise, quasi nicht als Funktion zu schreiben. Und in Python 3 ist Print mittlerweile eine Funktion und kann ganz normal wie jede andere Funktion aufgerufen werden. Ja, und dann haben natürlich auch andere Unternehmen so ihr Statement abgegeben, warum sie jetzt äh, auf Python 2 oder auf Python 3 setzen. Und man kann eigentlich durchweg sagen, dass äh, ja, die meisten Unternehmen auf Python 3 setzen, äh, beispielsweise Instagram und Facebook haben als Gründe angegeben, äh, ja, dass Python 3 einmal die Typisierung unterstützt. Das vermeidet Konflikte beim Entwickeln. Und äh, ja, Python 2 wird halt eben nicht mehr optimiert. Ja, bei Python 3 gibt es immer noch Laufzeitoptimierungen, da wird immer noch dran gearbeitet, verbessert und ver verschnellert. Ähm, und dementsprechend gibt es auch noch Bugfixes während bei Python 2 dieser Support halt komplett beendet ist und man da im Prinzip nur noch auf ein totes Pferd steigt. Ähm, ja, und natürlich die gesamte Community ist bereits auf Python 3 unterwegs, also selbst wenn man Support erhalten möchte, dann äh, muss man sich halt zwangsläufig mit Python 3 auseinandersetzen. Ja, und außerdem die neuen Bibliotheken, die entwickelt werden für Python, sind alle in Python 3 und das bedeutet für die Entwickler natürlich weniger Code zu schreiben und man muss auch weniger Code pflegen, weil die Bibliotheken schon vieles von sich aus mitbringen. Ja, also was ist jetzt quasi für dich als Anfänger relevant? Äh, für die meisten Sprachen gilt ja ohnehin, äh, lerne am besten immer die neueste Version, weil es kann sein, dass es Inkompatibilitäten gibt und die, wenn du eine alte Version lernst, ja, dann funktioniert die manchmal nicht mehr. Ja, und das ist genau bei Python 2 und Python 3 der Fall. Also lerne lieber dort Python 3. Es ähm, hat sich auch für Anfänger vereinfacht und ja, wie gesagt, es ist einfach, der Support für Python 2 wird eingestellt und deswegen, das ist so wie in ein kaputtes Auto zu steigen, ne? das, das wird halt nicht mehr lange fahren. Ähm, also es macht einfach sehr wenig Sinn, überhaupt nur auf Python 2 zu setzen. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, wie gesagt, hatten wir schon gesagt, ähm, Alte Bibliotheken, Legacy Code oder alte Tools, ähm, zum Beispiel im DevOps-Bereich, die laufen vielleicht noch auf Python 2. Und wenn die nicht aktualisiert werden, dann muss man sich zwangsläufig mal mit Python 2 Code beschäftigen. Ähm, wie gesagt, der Legacy Code in Unternehmen, das kann ein Grund sein. Also wenn du irgendwo anfängst in einem Unternehmen und dort ist halt irgendwie eine riesengroße Bibliothek nur auf Python 2 geschrieben. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das von einem auf den anderen Tag eben umgeschrieben bekommt auf Python 3. Dementsprechend ist das eine Ausnahme, wo man auch nochmal auf Python 2 arbeiten sollte. Ja, oder halt eben, wenn du generell schon ein Projekt hast, mit dem viele Python 2 Bibliotheken eingebunden sind, dann ist es auch da sehr schwierig, das Ganze einfach mal umzumigrieren oder das ganze Ding neu zu schreiben. Also, in jedem Fall sollte man zwar eine Migration anstreben, dass man halt eben auf Python 3 geht, aber nicht immer ist das sofort möglich. Wenn du mehr erfahren willst zu Python, dann schau dir unsere vielen Tutorials in unserem Blog an. Wenn du aber direkt mit Python starten möchtest, dann schau dir das Lerneprogrammieren Codelabor 30 Tage lang risikofrei an. Mit mittlerweile über 10 Kursen zu den beliebtesten Programmiersprachen und jeden Monat kommen weitere Kurse dazu, findest du auch dort den beliebten Python-Schnellstartkurs. Damit kannst du quasi mit Python programmieren und das ohne lästige Installationen. Klicke dazu einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Python lernen und bis bald auf lerneprogrammieren.de.